chance they came on devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. So, und damit hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Video, beziehungsweise zum ersten Video von Cuphead. Dem wirklich einer der geilsten Xbox-Indie-Spiele, die es gab. Ohne Witz, ich habe das Spiel so gefeiert. Und richtig hat es nicht für PlayStation gehabt. Und jetzt ist es endlich raus. Ich kann Cuphead spielen. Dieses 20er Jahre oder im Stil von 20er Jahre Comic. Richtig geil. Immer neu. Können wir mal blau. Nö, wir nehmen den roten. Ah, ich feiere das Spiel so hart, ne? Eigentlich schon diesen Comic-Stil. Es war einmal ein magischer Ort, die Tittenfassinsel genannt. Da lebten zwei Brüder, Tassilo und Potkop. Nice. Sie führen ein sorgenfreies Leben unter der wachsamen Aufsicht des weisen Opa Kessel. Eines Tages streiften die beiden Jungen weit von zu Hause entfernt umher. Sie landeten trotz der vielen Warnungen von Opa Kessel in einem Abendviertel und betraten das Teufelscasino. Don't deal with the devil, ne? Da raten sie schon kurz darauf eine Glücksträhne am Würfeltisch. Mein lieber Scholli, rief da der schmierige Manager des Casinos, König Würfel. Die beiden können einfach nicht verlieren. Netter Lauf, Jungs, lachte dein Neuankömmling. Den Brüder verschlug es den Atem. Es war der Casinobesitzer, der Teufel, höchstpersönlich. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Schlug er mit einem breiten Grinsen vor. Das ist doch geil. Wer noch einmal gewinnt, kriegt ihr die Bank, dröhnte der Teufel. Aber wenn ihr verliert, bekommt ihr eure Seelen verstanden. Okay. Die Blinde von der Art auf leicht verdientes Geld nickte Tassilo und nahm sich die Würfel. Nein, Tassilo nicht, schrie Potkop auf. Aber Potkop ist hier, glaube ich, der Blaue, ne? Tassilo ist der Rote. Weil die Gefahr erkannte, aber es war zu spät. Einser Pasch, nach der Teufel stampfte auf. Ihr habt verloren. Die Brüder zitterten erfangs, als er sich über sie beugte. Nun zu euren Seelen. Die Brüder fehlen um ihr Leben. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dich zu bezahlen, stammelte Potkop. Ja, bitte, Mister, fügt Tassilo hinzu. Möglicherweise, kicherte der Teufel und zog ein Blatt Papier vor. Hier ist ein Lister meiner flüchtigen Schulter. Sollten wir ihre Seelen, dann begnade ich euch bei Kästchen vielleicht. Macht euch auf die Socken, brüllte der Teufel und schmiss die Jungs raus. Ihr habt bis morgen um Mitternacht Zeit, die Seelen zu besorgen. Ansonsten hole ich mir eure. Okay, Tassilo und Potkop hatten schreckliche Angst und rannten so schnell sie konnten davon. Kommt schon, Potti, keuchte Tassilo. Wir müssen Opa Kessel finden, er wird wissen, was er zu tun ist. Okay, das ist also die Geschichte. Da habt ihr irgendeinen schönen Schlamassel eingebrockt. Ich weiß, dass ihr keine Diener des Teufels werden wollt. Aber wenn ihr ablehnt, weiß ich nicht, was mit euch geschehen wird. Ihr müsst erstmal mitspielen, besorgt die Verträge. Und macht euch auf echte Drecksarbeit gefasst. Eure Schuldner, Freunde, werden euch nicht gerade wohlgesonnen sein. Okay. Wahrscheinlich verwandeln sie sich sogar in schreckliche Bestien. Oh, danke. Nehmt diesen Trank, damit sie euch nicht erledigen. Er verleiht euch außergewöhnliche Zauberkräfte. HP 3. Jetzt geht er mal in Treibtürgeblut. Das mysteriöse. Mystische. Dient ihm fast. Macht euch auf einen darauf freigefasst. Kein Spiel. Ach, verdammt. Die Einführung. Gucken. Psch.
Wieso kann Tassilo eigentlich schießen? Warte, wie sich fightet. Ach so, halt. Schlag abwehren, in der Luft springen, drücken. Ja, wenn du kannst, wenn du einer guten Gitarrenparade auf deinen Gettot kommst, über den. Nur im Zweispielermodus. Cool. Ex-Angriff. Münze sammeln, Münze zum Gegenstand im Shop zu kaufen. Okay, Exit. Exit! Ja, wollen wir mal. Ich muss alle Schulden erledigen, um Metal zu kommen. Zack, zack. Pennt, ich dachte wieder zu tippen was. Okay, cool. Was, Was ist das für ein Spiel? Hallo? Hallo Leute, wir sind jetzt in der Patsche, was? Ja, genau, so hat mir Ärger aufgeheizt. Bin gerade gesprungen, hab geballert. Aber inzwischen gehe ich lieber einfach ins Kino. Gute Entscheidung. Aber ich werde euch helfen. Nehmt das hier. 3 Goldmünzen. Ja, schön. Shop. Schwarzes Laden. Jetzt zeig mal das drauf. Jäger. Exkursor mit hoher Reichweite und wenig Schaden. Kein Ziel von. Twitter, Punkt auf Kopf von Angriffsfall, dann gibt's natürlich. Okay, gut. Goodbye. Goodbye. Sprinten und ballern. Okay, ich kann auch, was ich jetzt machen muss. You're up. Run Gun. Alter, das ist ja mal hart schwer. Now go! Ach du Trottel, ey. Oh. Alter, Futter. Nein, Trottel. Alter Vater, ey, ist das schwer. Was ist das hier? Türkischer Schleim. Alter, das Spiel ist aber richtig hart schwer. Nimm mal erstmal auf Leid.
Alter, was? Alter! What the fuck? Alter. Nein, ach, falsche Taste. Alter Vater, ey, das ist ja... Ach, Dreieck ist ja... Du Trottel. Digga, ey. Alter Vater. Meine. Hey, Brawl, it's surely brutal. Now go. Alter Vater, ist der schwer, Alter. Gar nichts, ey. Komm, egal. Junge, ey, das Spiel ist aber hart schwer. Alter Vater. Alter Vater. Junge, ey. Das schaff ich ja nie. Good day for us. Well done. Now go. Idiot. Digga, Alter.
What the fuck, Alter? Boah, ich kann das wieder mal gar nicht, Alter. Ich kann's ja mal null. Machine Gun, Tassilo. Bam. Tschüss! Alter! Parieren! C! Man kann parieren! Man kann parieren. Blablablub. Schießen, springen. Waffe wechseln? Stehen bleiben? Ist aber E1. Sprint. Eckschuss ist Kreis, okay. Wo siehst du denn parieren? Hallo? War hier, Alter, das ist aber. A great slam and then some. It's on. Verdammt, Axel. Alter. What the fuck, ey? Ey, das Spiel ist richtig arsch hier. Here goes.
the fuck, Alter! Junge, ey, das ist aber hart schwer, das ist richtig arschschwer. Ich glaube, alleine ist das richtig. Ich glaube, zu zweit ist das einfacher. It's on. Du dummes Stück, ey. Nein! Da wäre das Ende gewesen! Ich brech kaputt. You're up. Ich brech kaputt. Dieses kleine Mistvieh, ne? Ach, du Idiot! Alter Vater, ey, ist das ein Kacke-Kackspiel. Kackiges Kackspiel kann ich nicht sagen, aber verdammt schwer. Junge. Explodiert. Hohe Reichweite und wenig Schaden. Kein Ziel wohl nicht. Goodbye. Keine Ahnung, was ich jetzt hab.
Aber dreimal treffen ist schon hart schwer, ne? Das Spiel ist ja wohl ganz geil, ne? Aber das macht doch ist doch arschanstrengend, arschschwierig. Also Dark Souls in Comic. Alter. Junge. Ist das eine Kacke? Ist das eine Kacke hier? Boah, das Spiel regt mich jetzt schon wieder auf. Gottverdammte Hacke. Normal, Junge, ich schaff dich nicht mal leicht. Was ist denn das für eine Grütze hier? Er trifft mich schon wieder, Alter. Idiot. Alter Vater, ey. Warte, weg, ne? Kann man so schlecht im Spiel sein? Nein! Oh, endlich, ey! Okay, im Prinzip ist es gar nicht so schwer. Man muss ja nur wissen, wie Leute funktionieren. So, Dark Souls für 10 Minuten. Parieren, ich weiß gar nicht, wie man pariert. Supermeter? Am Brandneuer Rekord. Gute 10 Minus, einfach.
Puppet! Du. Hallo? Wie bitte? Ihr wollt auch mal in den Flugzeug fliegen? Hä? Ihr kommt erst ins Kochen, wenn ihr diese Poppins liegt habt. Ja. Was machen wir mal? Aua. Das war's, würde ich mal sagen. Was heißt das war's? Ich würde mal sagen, ich beende nicht mal das erste Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wäre echt wohl ganz geil. Ich muss sagen, das Spiel ist echt geil. Das macht richtig Bock. Genauso wie ich ins. Wie ich es mir gedacht habe. Aber auch sackschwer, muss ich sagen. Richtig sackschwer. Und, aber es macht Spaß. Opa Kessel. Gibt's ja nichts Besonderes. Na komm, wir mal versuchen, den anderen Quatsch hier mal ein bisschen zu schaffen. Ja, dann mal sehen. Wenn ihr Bock drauf habt, auf jeden Fall, dann seid gerne wieder beim nächsten mit dabei. Was hat der wieder für einen Satz, Alter? Wäre geil, würde mich auch sehr drüber freuen. Na, dann mal sehen, wenn wir hier ein bisschen mit Cuphead, ne, Tassimo heißt er. Tassimo ein bisschen die Gegner platt machen. Ich hab jetzt schon Sorgen, ey. Wir wissen, wie das später wird, aber richtig sackschwer. Ja, mal gucken, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, seid dabei. Ansonsten wünsche ich euch jetzt aber noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss mit euch.